Willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Wir melden uns live aus dem Oststadion hier in Düren am 11. Spieltag in der Bezirksliga Staffel 3 zur Partie Sportvereine Düren. Empfing heute FC Hürth 2, die zweite Mannschaft unter Markus Sabel und auf der Seite von Sportfreunde wie immer Fatou und Popova. 90 Minuten Fußball, ein bisschen ungemütlich heute, wenig Tore am Ende. Zwei gefallen, aber wahrscheinlich auf der falschen Seite. Ne? Hürth nimmt die Punkte mit. 0:2 aus Sicht der Sportfreunde. Sabel, Sie sind natürlich glücklich. In den letzten Wochen hat es ja nicht so funktioniert. Letzte Woche gab es ja noch eine Klatsche gegen Wenau. Und heute eine ganz andere Mannschaft. Die erste Frage mal in 3-4 Sätzen vom Spiel, was Sie heute vom Spiel so mit nach Hause nehmen. Ja, vielen Dank. Wir sind natürlich sehr zufrieden, dass wir heute gewonnen haben. Es war lange Zeit, denke ich, insgesamt ein enges Spiel, so wie wir es auch erwartet haben. Ich glaube, man hat schon ein Stück weit gemerkt, dass beide Mannschaften halt eben Sportfreunde wie wir auch aus negativen Erlebnissen letzte Woche rauskamen. Ja, weshalb wir jetzt von Haus aus uns sicherlich erstmal auch so ein bisschen defensiver aufgestellt haben, als das eigentlich machen. Weil wir einfach gesagt haben, die letzten Wochen hat vieles nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Weshalb wir erstmal gesagt haben, okay, wir versuchen defensiv stabil zu stehen, dem Gegner erstmal das Leben schwer zu machen und gucken dann einfach mal, was nach vorne geht. Ja, und so war das Spiel halt eben lange verteilt. Und noch sehr eng. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, am Ende wird die Mannschaft wahrscheinlich als Sieger vom Platz gehen, die den Fehler des Gegners am ersten ausnutzt. Und ich glaube, am Ende war es dann auch so. Ja, zur Halbzeit nur mit 1:0 zurückgelegen. War ja nichts angebrannt eigentlich. Ne? Wie warst du mit der ersten Halbzeit zufrieden? Man hörte so ein bisschen wenig Bewegung, so wie vielleicht noch ein bisschen Kopfbelastung von letzter Woche in Zülpich. 0:5 nach Hause geschickt worden. Oder war es daran gelegen, dass in der ersten Halbzeit nicht der Drang kam, wie man es hier sonst im Oststadion gewohnt ist? Mit der ersten Halbzeit bin ich eigentlich zufrieden. Also nach hinten fand ich, dass wir wenig zugelassen haben. Ich glaube, dass wir die mehreren Chancen haben, jetzt auch nicht die klaren, aber ich glaube, dass wir doch die mehreren Chancen hatten. Ja, dann kriegst du so ein Tor, wo ja, das Problem ist bei uns einfach, wir stehen nicht alle hinter uns. Ja, das ist immer, außerhalb ist das alles Kameradschaft, aber im Spiel ist das nicht. Und das war der Knackpunkt, obwohl Hürth das ja, taktisch, glaube ich, bis jetzt die beste Mannschaft, die das gemacht hat und auch verdient gewonnen hat. Ja, in der Halbzeit hast du gerade angesprochen, es gibt in der Mannschaft wahrscheinlich so etwas Kommunikationsschwierigkeiten, würde ich es mal bezeichnen, als Außenstehender. Aber in der Halbzeit reingegangen mit dem Rückstand 1:0, da muss man normalerweise auf den Tisch klopfen. So, hast du auch getan, ihr kamt ja auch ganz anders raus, aber in der zweiten Halbzeit hat es doch nicht die Funktion gebracht, die der Trainer in der Kabine besprochen hat. Ja, wie gesagt, die erste Halbzeit war ganz ordentlich von uns. Die war dann gut. Also wir standen gut, sicher. Nach vorne hätten wir was mehr machen können. Bewegen ist ja immer so ein Wort. Weiß ich nicht. Bewegen. Ja, wenn man so macht, hat man sich auch bewegt. Ich denke einfach im richtigen Moment rauszukommen, sich anzuspielen. Da muss man vielleicht was mehr machen. Aber nochmal, also wir standen hinten ganz gut. Ja. Dominik Lock hat heute rechts hinten gespielt. Hat das hervorragend gemacht. Was auch neu war für uns und für ihn. Und ja, wie gesagt, dann läuft das in der zweiten Halbzeit weiter so. Ne? Wenn dann nicht jeder hinter den anderen dazusteht zu 100%, die den Fehler akzeptiert, dann kommst du einfach nicht ins Spiel. Und dann reicht dann auch so eine Mannschaft wie Hürth, die das taktisch gut macht, die immer wieder reinkommt, reinrückt, ja, uns keine Räume reißt. Und dann ist es natürlich auch schwierig. Ja, gehen wir mal zurück zur zweiten Halbzeit bei Ihnen. Sie kamen aus der Kabine raus, Sie hatten ja wirklich das Grinsen schon, konnte man erkennen, und Sie wussten genau, was Sie in der zweiten Halbzeit mit Ihrer Mannschaft vorhatten. Sie hatten schon vor Anpfiff nochmal den einzelnen Akteuren, sag ich mal, Details mit auf den Weg gegeben, und das 2:0 war doch wahrscheinlich zu Hause wochenlang geübt, diese Standardsituation. Ja, was heißt wochenlang geübt? Klar ist natürlich, mit dem Thomas Thron haben wir einen Spieler in unseren Reihen, der, glaube ich, ligaweit bekannt ist, dass er halt eben sehr gefährliche Standards schießen kann. Und dass wir dann auch 2, 3 Spieler vielleicht haben, gerade jetzt mit dem Torschützen, dem Gürkan Sakin, der auch ja, sehr torgefährlich ist, dass wir dann auch willkommene Abnehmer für solche Standards haben. Ja, klar trainieren wir das hier und da, aber das hängt dann auch schon mit der Qualität der Spieler zusammen, muss man ganz offen sagen.
klar, wir haben uns schon in der Halbzeit wieder einiges vorgenommen und noch besprochen und wir waren uns aber auch ganz klar, dass das in der zweiten Halbzeit nochmal sehr, sehr eng werden wird. So ist es ja letztlich auch gewesen. Und erst so ein bisschen mehr Ruhe kam, dann halt eben durch dieses 2-0 rein. Weil bis dahin hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass wir das hundertprozentig sicher im Griff hatten. Und die Sportfreunde hatten da auch Möglichkeiten, wenn dann da vielleicht mal der letzte Pass kommt oder der Abschluss vielleicht ein bisschen besser kommt, hätte da auch mit Sicherheit ein Ausgleich fallen können. Deshalb war das schon eine riesen Erleichterung auch. Auch jetzt aus den Wochen, aus denen wir jetzt rauskommen, als dann das 2-0 gefallen ist. Da hatte ich dann wirklich so das Gefühl, okay, wir stehen heute wirklich mal anders als in den letzten Wochen defensiv so stabil, jetzt werden wir das auch nach Hause bringen halt eben. Und so ist es dann letztlich dann hinten raus dann auch so passiert. Ja, Sie haben es richtig erkannt, sag ich mal, die ersten 25 Minuten der zweiten Halbzeit, da war es wieder ein offenes Spiel von beiden Seiten. Beide Seiten hatten die Möglichkeit, entweder zum Ausgleich oder zum 2-0 zu kommen. In der zweiten Halbzeit auch hin und wieder mal gewechselt. Letzte Woche habe ich auf dem Plan gesehen, zum Beispiel Maurice, der hat letzte Woche komplett gespielt. Heute war er nur zum Schluss mal ganz kurz zu sehen. Von den Einwechslungen überzeugt, auch von der Mannschaftsaufstellung heute überzeugt, das, was die richtige Mannschaft war. Ich habe es eben schon mal angesprochen. Es gibt vielleicht, sag ich mal, in der Mannschaft so Besserwisser, sage ich jetzt mal, Besserwisser, so hast du ungefähr besprochen, Besserwisser auf dem Platz, die reden vielleicht zu viel miteinander, anstatt zu spielen. Oder sie tun zu wenig, dass sie immer so zu wenig in Bewegung kommen. Besserwisser hast du überall, glaube ich. Nochmal, ja. Wenn wir als Mannschaft, wenn man auch die letzten Spiele sieht, ob das jetzt in der Steinstraße war oder die Siege am Anfang, ja, dann ist das eine Mannschaft, die dahinter steht, ja. Egal wer Fehler macht, dass man hinterherläuft, dass man kämpft, ja. Und wenn das nicht bei uns passiert, dann sind wir halt, ja, Mittelmaß in der Bezirksliga. Das ist einfach so, ja. Wenn das stimmt, das ist die Basis, ja. Einfach mal zu laufen, zu akzeptieren, den Mund zu halten, zu kämpfen. Ja, dann spielst du halt 0-0. Ja, dann hast du auch mal einen guten Gegner wie Hürth, der taktisch von der Grundordnung ja, einfach gut gemacht hat. Ja, aber dann verlierst du nicht. Ja? Oder vielleicht gewinnst du ein 1-0 und dann ist gut. Ja? Aber wenn das nicht ist, ja, dann müssen wir nicht über Qualität reden oder sonst. Dann bist du einfach ja, Bezirksliga, ja, ein Mittelmaß. Ja? Wenn du aber die Dinge machst, ja, wie wir die Spiele gemacht haben, die wir gewonnen haben, ja, dann kannst du oben mitspielen oder mal ja, sagen, ich möchte mal mitspielen. Aber die Mannschaft, die einzelnen Spieler deiner Mannschaft sind ja schon, sag ich mal, gestandene Profis. Die haben schon einige Jahre auf dem Puckel. Dementsprechend wissen die auch, wo es drauf ankommt. Die möchten ja mehr wie als in Bezirksliga spielen. Die möchten ja nicht im Mittelmaß bleiben, die möchten vorne liegen, die möchten vielleicht auch mal aufsteigen. Aber irgendwo ist ja der Hase begraben, dass sie momentan nicht so, sag ich mal, der Einzelne den Zugriff kriegt auf dem Spielfeld, die Leistung abrufen können. Nein, wir haben nicht viele Spieler, wir haben viele wenige Spieler, die höher als Bezirksliga gespielt haben. Also, oder die mal jetzt 3-4 Jahre Landesliga oder Mittelrheinliga, also ich weiß nicht, wen ich da, ich glaube Ali ist der Einzige, ja, und dann musst du schon suchen, der mal ein Jahr oder zwei da gespielt hat. Also der größte Teil hat Bezirksliga gespielt, viele kommen von Arnoldsweiler, Zweite, die haben Bezirksliga gespielt. Also ich glaube, man muss da den Ball flach halten. Gut, dann halten wir den Ball flach, gehen wir mal rück nach Hürth 2, wenn man die 11 Spiele mal so ein bisschen sieht, ne? Am Anfang war top, dann ging so ein bisschen bergab, so habe ich ein bisschen, sag ich mal, recherchiert, viele Spiele haben sie, glaube ich, abgegeben für die erste Mannschaft, die haben ja auch ganz, ganz, ganz andere Ziele wie sie wahrscheinlich, sind sie denn jetzt wieder auf dem Level nach dem 11. Spieltag, kann man sagen, dass sie da wieder die Mannschaft konstant haben, letzte Woche, man weiß, gegen Wenau ist der nächste Gegner jetzt von Sportfreunde zu Hause, da haben sie ja dementsprechend Lehrgeld bezahlt, aber heute haben sie schon die ersten, sag ich mal, Früchte wieder getragen. Also es ist tatsächlich so, dass wir schon jetzt in den letzten Wochen, auch in den Wochen, wo es noch gut lief, immer wieder personelle Veränderungen hatten, halt eben auch durch Abstellungen an die Erste, aber auch halt eben, wie es immer wieder ist, durch Ausfälle bei uns, wie das halt eben auch im Amateurfußball ist, durch urlaubsbedingte Abwesenheiten, aber auch durch Urlaub und so, ja, oder durch Verletzungen. So, das gehört ein Stück weit ja auch dazu. Und auch, wie gesagt, das Los einer zweiten Mannschaft ist es ja nur auch mal, wenn der Bedarf in der ersten da ist, muss der irgendwo dann aus der zweiten, wenn keine andere Möglichkeit besteht, gedeckt werden. Und es lief ja auch lange gut. Natürlich hatten wir dann, aber das war mir auch klar, dass dann irgendwann der Moment mal kommt, dass wir dann auch irgendwann mal eine kriegen. Das war halt eben vor 2 Wochen für mich sehr unerwartet in Welldorf. Sehr klar. Ja, und dann halt eben letzte Woche gegen Wenau, sicherlich auch einer der Top-Teams in unserer Liga, wo wir dann auch nochmal richtig eine bekommen haben.
Und das haben auch meine Jungs immer gesagt. Ja, es fehlt der ein oder andere Spieler auch heute. Sicherlich noch, der heute bei der ersten mitgespielt hat oder im Kader der ersten war. Aber das darf einfach kein Alibi sein. Wir haben einen Kader von 24 Spielern. Jeder möchte spielen. Dann sollen sie es auch zeigen. Jetzt haben wir es zweimal nicht gezeigt, aus den unterschiedlichsten Gründen. So, dann haben wir natürlich versucht, diese Spiele so ein bisschen aufzuarbeiten und auch an den Stellschrauben ein bisschen zu drehen, wo wir gedacht haben oder wo wir erkannt haben, wo es nicht passt. Und heute hat es dann wieder geklappt. Da war aber mit Sicherheit so ein bisschen Matchglück dabei, einfach, dass wir halt eben in Führung gegangen sind und nicht Sportfreunde. Klar hat jetzt Sportfreunde, ähnlich wie wir jetzt, haben jetzt auch zweimal verloren, aber natürlich hat Sportfreunde Düren, finde ich, eine sehr, sehr gute Qualität für diese Liga und ich glaube, das ist sowas, das werden die Mannschaften alle mal durchlaufen, wahrscheinlich die da oben mitspielen, dass die irgendwann auch mal vielleicht eine Serie haben. Habe ich auch vor dem Spiel gesagt. Leute, es gibt in allen Ligen, wo du guckst, gibt es immer wieder mal Vereine, die auch Ziele haben und trotzdem irgendwann mal eine Phase haben, wo sie den Zielen nicht gerecht werden. So, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Sportfreunde Düren auch wieder ganz schnell in die Spur kommen wird mit der Qualität, die sie haben und auch wieder erfolgreich sein werden. Ja, ich muss nochmal zurückkommen zu den Sportfreunden. 11 Spiele. Was mir so ein bisschen auffällt bei den Spielen, 28 Gegentore. Ist der Trainer damit einverstanden? Kann man da was dran ändern? 28 Tore, sag ich mal, zu kassieren in 11 Spielen. Jetzt hat man 2 Punkte hinter Hürth, liegt man. Man war auf einem guten Ding, auf einem guten Weg. Jetzt hat man 2 Niederlagen. Was wird sich jetzt verändern in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen? Wird man da jetzt, sag ich mal, an der Mannschaft ein bisschen mehr formatieren, dass man da die Köpfe mal wechselt? Vor allem in der Defensive? Nein, es liegt nicht am System, es liegt nicht an der Qualität, es liegt nicht sonst irgendwas. Ja, nochmal, es liegt nur im Spiel 100% zu geben, zu kämpfen, den anderen mal was zu gönnen, ja, richtig den Arsch aufzureißen, auf Deutsch gesagt, ja, und nur das, ja, und alles andere kommt dann, ja. Aber ja, wenn ich das nicht habe, dann kann ich spielen, was ich will. Das nützt alles nichts. Es waren ja heute einige Spieler nicht zu sehen. Sag ich mal, in der Startformation ist es dann jetzt zurzeit mal eine Grippewelle, die so ein bisschen die Sportfreunde, sag ich mal, heranzieht. Der Mannschaftskapitän zum Beispiel, den habe ich in der Aufwärmphase von der zweiten Halbzeit gesehen zum Beispiel. Ist das jetzt, sag ich mal, verletzungsbedingt oder gibt es noch andere, sag ich mal, berufliche Probleme? Nein, Cello hatte die ganze Woche einen dicken Fuß, ja, hat nur Dienstag trainiert, war immer geschwollen, war jetzt beim Physio und hat gesagt, nee, lass lieber, ne, bevor da was Schlimmes ist. Also das war rein von der Verletzung her. Marcel Reisgies in Zülpich nicht gesehen, nicht Steinschlag super gespielt, heute auch. Sag ich mal, vielleicht eine schwache Leistung, Formkrise oder wie kann man sowas bezeichnen als Offensivspieler? Nein, wie gesagt, aber es müssen ja alle, ja, alle dran sein. Ja? Jeder spielt mal schlecht, oder? Ja, aber wenn 8 oder 9 dann ja ihre Leistung bringen, ja, dann fällt das auch nicht so auf. Dann ist das vielleicht auch nicht so schlimm. Ja, man kann ja auch ja schlecht spielen und alles geben. Also man muss nicht immer gut spielen, man hat alles gegeben. Ja, man kann auch, ja, mal, dann kommen die Pässe nicht, alles, aber man kann ja alles geben. Zurückrennen, kämpfen, den Ball verteidigen. Ja, immer geht's ja nicht. Und das hat heute ein bisschen gefehlt in der Mannschaft. Das hat heute total gefehlt. Der Teamgeist hat heute gefehlt. Genau. So, und wie wird der Trainer mit dieser Einstellung der Mannschaft umgehen in den nächsten Tagen? Ja, das werden wir besprechen in Ruhe. Und dann müssen wir gucken, wer da mitzieht und wer nicht. Also gibt es Maßnahmen? Weiß ich nicht. Jetzt können wir ja keinen holen, oder? Nein, wir reden nicht über Neuzugänge. Ja, wir haben noch 4 Spiele und dann müssen wir uns überlegen. Die mitspielen wollen oder die meinen, sie wären zu gut, sie brauchen nur vielleicht mal 50% der Trainingseinheit zu spielen, können ja auch mal auf die Bank gesetzt werden. Das meine ich jetzt als Maßnahme. Ja. Nicht Maßnahme, Winterpause, um Gottes Willen. Ja. Denkt man drüber nach, oder was? Dann spielt man Futsal. Aha, okay. Dann kommen wir schon mal ganz kurz zurück nach Hürth. Wenn man so sieht, sag ich mal, im Kader, so einen richtigen Torjäger haben Sie nicht oder haben Sie den abgegeben für die erste Mannschaft? Also wir haben schon einen jungen Mann, ist das zwar, der jetzt das zweite Jahr Seniorenfußball spielt, unser Mittelstürmer, abgegeben an die erste Mannschaft, der da hin und wieder auch getroffen hat, der in der Phase, wo er bei uns war, auch schon 4-mal getroffen hatte. Er ist sicherlich noch kein Mann, der jetzt in der Saison 20 Tore schießt, aber ich sag mal so 10 bis 15 wäre das sicherlich eine Größenordnung, die ich ihm zutrauen würde, dem Luca Müller-Bachem.
tatsächlich ist es so, dass wir jetzt keinen ausgewiesenen Torjäger in unseren Reihen haben. Sag mal, der heute das 2-0 gemacht hat, der Gürkan Sakin, ist sicherlich so einer, der bestimmt auch so ein bisschen bekannter ist in der Liga, der das für das ein oder andere Tor gut ist, der aber mehr auch ein Vorbereiter ist. So, dann haben wir vielleicht den, ich glaube, oder anders, ich glaube, dass wir das mehr auf mehrere Köpfe verteilen. Also wir haben jetzt nicht den einen, der uns für 20 Tore gut ist, sondern wir haben vielleicht 3, 4, 5 Spieler, die immer wieder für ein Tor gut sind. Was halt eben dann uns ein bisschen schwerer macht auszurechnen. Also von daher, klar, hätte ich jetzt gerne vielleicht noch den Top-Torjäger, wie manche Mannschaft ihn in unserer Liga hat. Ali Maki zum Beispiel bei Sport von Lübeck. Ja, ist ja nur wirklich ein bekannter Name, genau. Da gibt es ja doch einige jetzt in unserer Liga, die schon auch jetzt schon zweistellig getroffen haben. Das haben wir nicht. Das versuchen wir halt eben dann anders durch mannschaftliche Geschlossenheit zu lösen. Letzte Frage nach Sportfreunde. Wir wollen natürlich bohren, wir wollen natürlich die Ursachen wissen, warum es momentan nicht läuft, ganz klar. Die Zuschauer zu Hause, die Fans möchten natürlich auch wissen. Aber nochmal, Ali Maki, habe ich gerade angesprochen, 11 Tore, heute Mannschaftskapitän, bedingt durch die Abwesenheit vom Hauptkapitän. Was kann man denn jetzt machen, sag ich mal? Es gibt ja gewisse Unstimmigkeiten, sag ich jetzt mal, in den Leistungen, im Leistungsabruf. Der braucht einen Stürmer, ne? Ich brauche eine Geschlossenheit und dann passt das. Also eine Geschlossenheit der Mannschaft. Das ist jetzt das Ziel für die nächsten Wochen. Und jetzt noch eine Frage zum Schluss, dann sind wir fertig. Wie wollen wir das Ziel erreichen? Mit welchen Maßnahmen, genau wie in der Schule, mit welchen Maßnahmen will man das Ziel jetzt erreichen, diese Geschlossenheit der Truppe? Jetzt hast du schon 2 Fragen gestellt, ne? Ja, muss ich 2-mal antworten. Ja. Also, wenn man das nicht versteht, ja, Fußball zu spielen, Leidenschaft, ja, mit Herz, dass man alles gibt, ich glaube, da muss man nicht in der Schule gehen, oder? Okay. Da haben wir natürlich heute einiges gelernt. Also die Mannschaft bei Sportfreunde muss als Fazit ein bisschen mehr Teamgeist bringen für die nächsten Spiele. Vor allen Dingen nächste Woche geht es nach Jugendsport Wenau, die, glaube ich, heute auch wieder gewonnen haben, die, sage ich mal, souverän nach oben marschieren und sich Platz 2 sichern. Wie sehen Sie Ihre Zukunft nächste Woche zu Hause? Ganz ehrlich, wir haben nächste Woche, das hört sich jetzt ja ganz banal an, aber für meine Begriffe ein ganz, ganz schweres Spiel. Wir spielen gegen Bliesheim, eine Mannschaft, wo jeder ja eigentlich erwartet, dass du gegen gewinnst und dann womöglich auch noch ganz hoch gewinnst. Und ganz ehrlich, mir ist erstmal recht, wenn wir einfach nur 1-0 gewinnen. Ja, und wieder einen Schritt weiter sind. Deshalb, wie gesagt, wird das, glaube ich, für uns ganz, ganz schwer werden, sich auf dieses Spiel vorzubereiten. Jetzt die Woche auf Sportfreunde Düren, da weiß jeder, die Qualität, die hier bei Düren ist, die ist top. Da ist auch jeder bereit, oder da brauche ich gar nicht so viel zu sagen, weil jeder weiß, heute muss ich Gas geben, muss ich mehr geben. Und da gilt es jetzt an uns, so die Sinne zu schärfen, dass wir das für nächste Woche auch so hinkriegen, dass wir einen Gegner mit einer vermeintlich oder mit einer klaren anderen Qualität eben nicht unterschätzen, sondern auch so bespielen, taktisch bespielen, auch aggressiv bespielen, wie wir es heute mit Düren gemacht haben. Deshalb habe ich im Moment da großen Respekt vor dieser Aufgabe und wie gesagt, bin da froh, wenn wir das Spiel einfach gewinnen und wieder einen Schritt weiter sind. Wenn ich eine Woche gerade zu Düren sagen darf, wie gesagt, Düren hat richtig Qualität. Und ich glaube, ja, was ich jetzt hier höre, ich kann das ja von außen gar nicht richtig beurteilen, mit Teamgeist und so weiter. Ich weiß, wo ich herkomme, die letzten 2, 3 Wochen, da stimmten die Ergebnisse nicht und dann hast du auch auf einmal Nebenkriegsschauplätze, die du nicht brauchst. Ich behaupte aber, sobald Düren wieder ein Erfolgserlebnis hat, ob das jetzt nächste Woche gegen Wenau ist oder gegen wen auch immer, dann ist auch auf einmal die Stimmung wieder ganz anders und dann bist du auf einmal auch wieder in der Reihe und dann kommen auch viele Dinge wieder von selber. Das ist das, was wir heute zum Glück erfahren durften, bin ich wirklich sehr froh drum und ich bin ziemlich sicher, mit der Qualität, die Düren hat, werden die das in naher Zukunft auch wieder erreichen. Ich hoffe schon gegen Wenau, ehrlich gesagt. Ja, dann vielen Dank. Also Fazit, gute Spieler, guter Trainer, Teamgeist und Wille wird jetzt verstärkt in den nächsten Trainingseinheiten und dann mit Erfolgserlebnis von Wenau zurück. Okay. Ja, du kannst ja das schönste Auto haben, wenn der Motor kaputt ist, dann läuft es nicht. Vielen Dank und noch alles Gute. Wir gehen zurück zum Studio. Danke. Alles klar. Danke.